Boom, 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 boom. Ja, hier ist der Arkus mit Let's Play Edna bricht aus. Moin, moin, ihr Kartoffelnasen. Wir sind hier in der Kirche. Tolle Kirche, tolle Karte, tolles Ambiente, möchte ich mal meinen. Gott ist nicht da, der macht gerade ein Nickerchen, aber wir schauen uns hier trotzdem ein bisschen um. Wir haben uns jetzt auch schon ein bisschen was angeschaut. Wollen jetzt einfach mal hier durch die Tür gehen. Gott sag's. Jesus Zombie Massakre. Ja, wer hätte das gedacht? Das sagt nicht, das ist der Pastor. Ja, der Pastor ist scheinbar ein großer Fan von Heavy Metal. Vielleicht sogar Black Metal. Black Metal ist ja auch total christlich, muss man dazu sagen. Geile Idee. Moin, Pastor. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Warum höre ich eigentlich nichts vom Fernseher? Da müsste er jetzt voll die harte Musik spielen. Ja, Poki, nette Idee, muss ich schon sagen. Black Sabbath! Metal! Aber ich brauche den Schlüssel zum Kirchentor. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Mhm. Er bekam die Todesstrafe. Kacke. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Oh, Pastor! Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Ey, bist du scheiße, oder was? Das war gerade die spannendste Geschichte überhaupt. Die Story nimmt nämlich langsam an Fahrt an. Wir konnten gerade erfahren, was wirklich passiert ist und der Typ haut einfach ab. Da spielt jemand auf meiner Orgel, da muss ich natürlich sofort nachgucken. Na gut, wir schauen uns hier um. Wir haben hier allerlei. Ja, allerlei Dinge. Poki, was hast du dir bei diesem sehr kreativen Raum nur gedacht? Finde ich einen sehr gelungenen Screen. Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von, wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil, gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Ich fand es lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage hört und halt irgendwelche satanistischen Metal-Bands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals Freunde in Marburg besucht und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplotz Crew Siegen. Das fanden wir so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen. Mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up. Yeah, man. Räuber Hotzenplotz wäre stolz auf euch. Ja, was haben wir hier sonst noch? Boah, was wir wieder alles haben, nur da können wir wieder uns stundenlang durchgucken, wenn wir wollen. Wollen wir aber nicht. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Ja, die sind auch nicht so geil. Nicht gerade die Naumburger. Okay, sie sagt überall das Gleiche, sagt Harvey auch mal das Gleiche. Was hältst du davon, Harvey? Wow, Hotzenplatz Crew Siegen. Meine Lieblingspunkband. Ja, wow, voll geil, Mann. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Oh, die nehmen wir doch mal mit. Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen. Ich schon. Ich bin ja Experte. Mit Gitarren und so kenne ich mich wunderbar aus.
Sieh nur, Harvey, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ein Mach-3-Zeitschrift für Exorzisten? Nein, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ach so, dachte ich's mir doch. Aber wie bekommen wir dann die Exorzisten zurück ins Mittelalter? Mach 3, Gillette! Gab's da nicht mal so eine Rasierapparatur, Dingsbums, klingenmäßig irgendwas? Ja, ich glaube schon. Bin werbegeschädigt, das wissen wir ja alle. Da haben wir ein Buch. First Steps. Geldofs Mama. Hieß nicht irgend so ein Sänger Geldof? Ja. Wunderschön, vor allem die Bartstoppel. Also leckerer Damenbart, lecker. Da stehen Zwerge drauf. Zwerge stehen auf Frauen mit Bärten. Ja, toll. Müssen wir uns jetzt hier was merken? Oh ne, Leute, sowas kann ich ja gar nicht. Wo interpretiere ich jetzt, was ich mir merken muss? Ich kann ein Klavier nicht lesen. Ich kenne mich mit Noten überhaupt nicht aus. Kann ich das Ding nicht mitnehmen? E, G, A, H, D. Muss ich das jetzt so spielen, wie es da links eingezeichnet wurde? Oder muss ich da oben mit den Pfeilen was machen? Ey, da kriege ich ja einen Föhn bei. Weil wir zählen einfach mal ab. Ich mache das jetzt erstmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nummer 7, 8, 9, Nummer 9, 10, 11 und die 13. Vielleicht ist das ja, mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die Nummer 7, 8, die Nummer 9, dann die 10, die 11 und die 12, 13. Ist wahrscheinlich falsch, aber ich werde es auf jeden Fall probieren, ansonsten werde ich das mit den Pfeilen dann nochmal gucken. Wenn ich überhaupt Klavier spielen muss, ich schätze einfach mal, sowas willst du ja nicht einfach so umsonst herumstehen, da bin ich als Adventure-Experte, als langjähriger Spieler solcher Spiele schon vorgeimpft. Sieht gemütlich aus. Jo, kann man sich einmal direkt hinsetzen, ne? Ich habe keine Zeit auszuruhen. Dann reden wir damit. Komm, Edna, setz dich ruhig. Jo. Nein, ich muss weiter. Es wäre ja nur für einen kurzen Augenblick. Nein und nochmals nein. Meine Polster sind so weich. La la la, ich höre nicht zu. Oh Mann, die Liebe zum Detail in diesem Spiel. Ich kann sie nur immer wieder loben. Ich finde das wirklich perfekt. Und ich kann sogar das Sofa kaputt schneiden. Das ist doch wunderbar. Ich habe leider keinen Ketchup mehr dabei, aber naja. Sieh mal, Harvey, ein Sofa. Nicht einschlafen, kleiner Kamerad. Wir haben zu tun. Ach, vielleicht kann Harvey ja auch was mit dem Buch anfangen. Vielleicht kennt er sich ja aus damit. Was hältst du davon, Harvey? Ein Buch? Langweilig. Ich will Ballerspiele auf der Konsole. Ja, Killerspiele, Blut und Morde. Kopfhörer, die können wir doch bestimmt mitnehmen. Super, wir sollten ja nichts anfassen, aber wer hört schon auf irgendwelche Pastoren? Nette Anlage. Nee, schlecht, Herr Specht. Die Farbe gefällt mir nicht ganz so gut, so braun. Das ist jetzt nicht so unbedingt meine Farbe. Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Dafür kommst du auch nicht in die Hölle. Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater. Harvey mit Anlage, genau. Mal, Harvey. Eine Stereoanlage. Denkst du, was ich denke? Party! Yay! Rock'n'Roll, Bitch! Nicht gerade die Naumburger. Gut, sie sagt immer das Gleiche. Dann haben wir hier noch den Fernseher, den wir uns natürlich angucken. Es läuft ein Musiksender. Ja, das sieht man eindeutig. Der Typ sei also, der scheint sehr enthusiastisch dabei zu sein, während er da auf der Gitarre seine Saiten zupft. Können wir den Fernseher klauen? Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann das können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. Ob wir dann noch als geistig gesund zählen, weiß ich nicht. Highway to hell. Yeah! I'm on a highway to hell. Edna sollte nicht singen, aber das Lied ist natürlich geil. Edna. Lass uns Zombie-Filme gucken. Yeah. Später, Harvey. Ich bin auch ein Fan von Zombie-Filmen. Ich mag Zombie-Filme. Verstärker, können wir den mitnehmen? Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist hier auch besser. Okay, jetzt haben wir einen Gitarrenverstärker einfach mal hier außerhalb hingestellt. Das war jetzt nicht unbedingt meine Absicht. Wo ist denn eigentlich der Pastor? Der wollte doch eigentlich gleich zurückkommen. Machen wir ein bisschen Sorgen gerade. Der hat ordentlich Power.
ist auch ein bisschen, ein bisschen wahnsinnig von dem Pastor, dass er hier so eine Kirche einfach offen stehen lässt, mitten in der Nacht, und jeder kann einfach reinmarschieren, wie er will. Wir suchen ihn jetzt mal. Der wird ja wohl irgendwo sein. Orgelpfeifen. Ah, hier ist schon die Orgel. Aber wir werden erstmal Poki fragen. Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätslosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt tatsächlich was Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren. Irgendwie, Jesus braucht keine Therapie, er braucht einen Ernährungsberater. Eins davon. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ich hätte es nicht gedacht. Soll ich das jetzt echt suchen? Oh ne, aber ich will die eine Option haben mit der Therapie, aber ich habe ja irgendwie nichts, was irgendwie eine Therapie verursachen könnte, oder? Unterschrift fälschen, nur Fußnägel, damit kann ich das ja nicht unbedingt. Er sieht hungrig aus. Ja, naja, ist ja ein bisschen abgemagert, ne? Häng du mal am Kreuz und bekomm nichts zu essen. Ich meine, dann bist du auch abgemagert, meine Liebe. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Aha. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tieferliegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile. Erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude. Und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Und sogar auf die Treppe und so. Wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. War auch nix. Ich finde das auch schön. Ne? Wer scheiß auf Perspektive, scheiß auf irgendwelche korrekten Lichtverhältnisse, ist doch kacke egal. Ja, die Orgelpfeifen, haben wir uns die schon angeguckt? Okay. Wo läuft die Orgelpfeifen? Wo läufst du denn hin? Du sollst nicht verstecken mit mir spielen. Na, ihr Pfeifen? Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Eine Panflöte für Riesenperuaner. Peruanische Panflötenspieler. Es gibt eine ganze South Park-Folge, die sich mit diesem Thematik, also mit dieser Thematik beschäftigt. Die sind ganz schlimm. Ja, aber sie sind auch wichtig, weil sonst kommen Riesenhamster und werden die ganze Welt zerstören und unterjochen. Das heißt, die Panflötenspieler sind ganz, ganz wichtig, Freunde der Sonne. Wobei, wir haben in Deutschland jetzt nicht allzu viele. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. Ab und zu sieht man mal so welche in der Straße stehen, aber eher selten. Ich habe sie lange nicht gesehen und die sind aber auf jeden Fall lustig. Und sie klingen alle gleich. Sie klingen alle gleich. Unglaublich. So, wir gehen jetzt hoch. Wo ist denn jetzt der Pastor, der alte Bums? Aus Dingsbums. Oh, hier haben wir das alles. Ne, ich suche jetzt den Pastor. Das kann doch nicht sein. Da muss er hier irgendwo sein. Ich suche jetzt erstmal den Pastor, bevor ich mich hier mit der Orgel beschäftige. Ich weiß auch gar nicht, was das bringen soll. Ne, ich mache ja nicht einfach so Dinge. Ja, eigentlich schon. Da waren wir jetzt schon drin, ne? Oder waren wir da hochgegangen? Ne, da waren wir noch nicht drin. Gehen wir da mal rein. Abgeschlossen. So, was sind das denn hier für Türen, ey? Die machen Geräusche, als wenn ich, weiß ich nicht, ein Maschinengewehr habe oder so. Ja, hier ist irgendwie nichts mehr. Hier ist nur eine Tür. Habe ich einen Ausgang? Nach hinten kann ich nur gehen. Ich kann auch wieder rausgehen. Was nicht sonderlich hilft. Was? Seltsam. Jetzt ist plötzlich abgeschlossen. Oh, Leute. Leute, ich muss auf einmal pinkeln. Ich kriege Angst. Ich kriege Pipi in die Augen. Haben wir hier was übersehen? Wo ist denn der Pastor? Ich glaube, ich mache es spannend und werde den Part jetzt einfach mal schneiden und sagen, im nächsten Part geht's weiter, um es einfach mal spannend zu machen. Kann ja nicht schaden, das Ganze mal ein bisschen spannend aufzudröseln. Jetzt gegen Ende wird es ja auch noch ein bisschen spannend, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wir nähern uns dem Grand Finale, denke ich zumindest mal. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.